Tag. Grüß Gott, Fräulein Pollinger. Na, waren Sie schon wieder fleißig? Klar, Frau Müller. Immer. Was ich nur sagen. Schönen Tag noch. So, damit kann der Fall Landa auch zu den Akten. Habt ihr noch was für mich? Nee, hast du entspannt dich. Die Anna hat sich den Knöchel verstaucht und ich müsste sie zum Arzt fahren. Ja, fahr nur. Ja, wir kommen auch mal ganz gut ein paar Stunden ohne dich aus. So? Ja, dann könnte ich ja morgen früh auch gleich noch das Auto von der Anna zur Inspektion bringen. Das muss ich mir merken. Früher Schluss machen und dafür später kommen. Also, was ist gut? Servus. Tschüss. Tschüss. Soko 5113 Renner. Ja. Ist gut, wir kommen. Ich war noch beim Geburtstagscafé von der Kollegin Kugelmüller, als ich hierher gerufen wurde. Da gab es einen wunderbaren Frankfurter Kranz mit frischer Sahne und Mandeln. Sehen Sie es positiv. So brauchen Sie sich nicht wieder zu beschweren, dass die Hose am Bauch kneift. Hm? Mei, manche Sünden sind schon ein Kneifen wert. Finden Sie nicht? Wie lange ist sie schon tot? Circa eine Stunde. Todesursache? Sie wurde von hinten erdrosselt, wahrscheinlich mit einem Schal oder mit einer Krawatte. Sie hat sich gewehrt und den Täter möglicherweise verletzt. Gibt es Spuren unter ihren Fingernägeln? Auf den ersten Blick nicht. Nach einem Sexualverbrechen sieht es nicht aus, oder? Nein, eher nicht. Aber warten Sie doch den Obduktionsbericht ab. Hä? Wann bekomme ich den? Ja, also ich habe der Frau Kugelmüller noch versprochen, vorbeizuschauen. Sie wollte mir da ein Stückchen vom Kuchen aufheben. Sagen wir morgen nach der Brotzeit? Gut. Versprochen. Gut. Notierst du das? Es gibt eine Menge Fingerabdrücke. So wie das da drinnen aussieht, hat jemand was ganz Bestimmtes gesucht. Glaubst du an einen Raubmord? Ihre ganzen Wertsachen sind noch da. Das Türschloss wurde nicht geknackt. Nein, ich denke, sie hat den Täter gekannt und ihn selber reingelassen. Vielleicht hat er einen Schlüssel. Die zwei Mitbewohnerinnen haben gesagt, dass es insgesamt drei Schlüssel gibt und keiner von ihnen hat einen nachgemacht. Wie? Alle drei keine Kerle? Tja, Theo, es soll Frauen geben, die ohne Männer klarkommen. Siehst du? Wissen Sie, wen Frau Seiler hier heute treffen wollte? Gab es jemanden, mit dem sie Streit hatte? Oder der ihr gedroht hat? Keine Ahnung. Oder Sina? Wir wohnen seit einem Jahr zusammen. Das heißt aber nicht, dass wir alles voneinander wissen. Sie haben also keine Ahnung, wer für die Tat in Frage kommen könnte? Null. Nein. Wer kann mir denn mehr sagen? Hatte sie Freunde oder Kontakt zu Nachbarn? Nachbarn. Tag, Brand, Kripo München. Sie, was ist denn da los in der WG? Die ganze Zeit laufen da Polizisten umeinander. Kennen Sie die drei Frauen? Wenn man sich halt so kennt, wenn man im gleichen Haus wohnt. Man grüßt sich, redet übers Wetter, viel mehr nicht. Warum? Es hätte mich interessiert, ob es da irgendwelche Konflikte gab. Mein Streit kommt überall mal vor, oder? Ja. Ich glaube, es war vorgestern. Da haben sich Fräulein Bandura und Fräulein Seiler ziemlich gestritten. Bis ins Treppenhaus haben wir es gehört. Ach ja? Wissen Sie, worum es ging? Nein, tut mir leid. Ich hab nur gehört, wie Fräulein Bandura geschrien hat, dass es dem Fräulein Seiler noch leid tun wird. Hat's was angestellt? Sind Ihnen Besucher aufgefallen? Mei,
Zu drei fesche junge Mädeln kommen schon ab und zu Männer. Was denken Sie denn? Kennen Sie die Männer? Nein. Wissen Sie, ich bin nicht neugierig. Ist was passiert? Barbie Seiler wurde ermordet. Ermordet? Hier? In dem Haus? Ist Ihnen vor circa einer Stunde irgendetwas aufgefallen? Haben Sie was gehört oder gesehen? Um drei bin ich gerade von der Massage nach Hause gekommen. Ja, genau, da hat die Frau Pullig bei den Madeln klingelt. Frau Pullig? Denen gehört das Haus hier, die wohnen ganz unten. Wissen Sie zufällig, was Frau Pullig in der WG wollte? Nein, ich weiß ja nicht einmal, ob ihr jemand aufgemacht hat. Und ich bin nicht neugierig, das möchte ich noch mal sagen. Alles klar. Wiedersehen. Danke. Wiederschön. Wieso ist denn die Polizei im Haus? Was wollten Sie heute Nachmittag in der WG? Ich? Ja, man hat Sie gesehen. Es war wegen der lauten Musik. Die hat mich gestört. Wer hat geöffnet? Niemand. Ich habe zweimal geklingelt und dann bin ich wieder heruntergekommen. Es hat niemand die Tür geöffnet, obwohl die Musik lief. Vielleicht haben die deswegen das Klingeln nicht gehört. Mhm. Haben Sie danach nochmals Ihre Wohnung verlassen? Nein. Kann das jemand bezeugen? Bezeugen? Ja, Ihr Mann vielleicht? Nein, der ist in der Stadt einkaufen. Seit wann? Seit 2 Stunden ungefähr. Ich verstehe die ganze Fragerei nicht. Wieso soll jemand bezeugen, dass ich hier war? Barbie Seiler wurde ermordet. Ja, und wie es aussieht, waren Sie als Einzige um diese Zeit in der Nähe des Tatorts. Studieren Sie alle drei das Gleiche? Nein, also ich mache Germanistik und Natascha BWL. Mein Vater ist ihr Professor. Ja, und Barbies Fach war Kunstgeschichte. Wie lief ihr Studium? Gab es da Probleme? Das hat sie mit links geschafft. Und wie sah es finanziell aus? Sie bekam BAföG, wie ich. Sie hatten kürzlich einen heftigen Streit mit Barbie. Wer behauptet denn sowas? Jemand, der sie gehört hat, also. Worum ging es dabei? Weil sie nie eingekauft und geputzt hat. Da war ich sauer. Wie ist ihr Verhältnis zu den Pulligs? Naja. Die Alte ist ziemlich eifersüchtig, weil ihr Mann uns angräbt. Hat der Barbie auch angegraben? Na klar. Und, wie hat sie reagiert? Das kann man doch überhaupt nicht ernst nehmen. Vielen Dank. Wenn Ihnen noch irgendwas einfällt, wir sind jederzeit erreichbar. Wiedersehen. Meinst du, Frau Pullig hat gelogen? Sie war jedenfalls ziemlich verunsichert. Und Eifersucht ist ein klassisches Mordmotiv. Es wäre nicht schlecht, wenn wir ihre Fingerabdrücke hätten. Ja, die sollten wir vorsorglich von allen mitnehmen lassen. Ich kümmere mich drum. Oh, Entschuldigung. Herr Pullig? Ja. Kripo München, meine Kollegen Frau von Hagenberg, Theo Renner, mein Name ist Brandt. Wir hätten ein paar Fragen an Sie. Worum geht's? Um Barbie Seiler. Sie ist tot. Ermordet. Ermordet? Stimmt es, dass Sie ein besonderes Interesse an ihr hatten? Besonderes Interesse? Also ist ja wohl eine Unverschämtheit, hören Sie mal. Es ist ja wohl nicht verboten, attraktiven Frauen nachzuschauen. Wann waren Sie denn das letzte Mal in der Wohnung? Was weiß ich. Vor einem halben Jahr etwa, wenn da nichts kaputt ist, habe ich da nichts zu suchen. Herr Pullig, wann haben Sie denn heute das Haus verlassen? Gegen 2:30. Gibt es dafür einen Zeugen? Zeugen? Sie glauben doch wohl nicht ernsthaft, dass ich irgendetwas mit diesem Mord zu tun habe. Bevor Sie mich verdächtigen, sollten Sie sich lieber um den Liebhaber von Frau Seiler kümmern. Sie hatte einen Liebhaber? Ja. Kennen Sie den Mann? Es ist der Vater Ihrer Mitbewohnerin Sina, Professor Bandura. Sina hat mich gerade angerufen. Ich kann es gar nicht fassen, dass Barbie tot sein soll. Wo haben Sie sich kennengelernt? In der WG. Ich wollte Sina abholen und Barbie machte mir die Tür auf. Na, wunderschön. Bitte. Danke. Bitte, setzen Sie sich. Danke. Wann fing Ihre Beziehung an? Vor einem halben Jahr.
Aber es war keine Beziehung, es war mehr ein Flirt, nichts Ernstes. Ein halbes Jahr lang nichts Ernstes? Barbie und ich sind miteinander ins Bett gegangen, weil wir beide Spaß daran hatten. Nicht mehr und nicht weniger. Mir war von vornherein klar, dass aus uns kein richtiges Paar werden würde. Schließlich bin ich verheiratet. Weiß Ihre Frau davon? Natürlich nicht. Sie darf davon nichts erfahren, meine Tochter auch nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Sina nichts davon mitbekommen hat. Na, ich habe Barbie natürlich nur besucht, wenn ich mir sicher war, dass Sina und Natascha nicht zu Hause sind. Wann waren Sie das letzte Mal bei ihr? Heute Vormittag. Ich möchte Sie bitten, uns Ihre Fingerabdrücke zu geben. In Barbies Zimmer sind verschiedene festgestellt worden und wir möchten die Bekannten ausschließen. Natürlich. Wo waren Sie heute zwischen 2 und 4 Uhr? Glauben Sie, dass ich etwas mit dem Mord zu tun habe? Ich war hier und habe mich auf eine Vorlesung vorbereitet. Was glauben Sie, wer könnte es gewesen sein? Ich fürchte, da kann ich Ihnen nicht weiterhelfen. Renner, Kriminalpolizei. Der Tod von Frau Seiler ist ein ziemlicher Schock für meine Tochter. Sie ist noch ganz aufgelöst. Haben Sie ein gutes Verhältnis? Ein außergewöhnlich gutes. Sie hängt sehr an mir und meinem Mann. Kannten Sie Frau Seiler? Nein, eigentlich gar nicht. Ja, haben Sie denn nie Ihre Tochter besucht? Sina kommt hierher oder wir treffen uns in der Stadt. Aber bitte, nehmen Sie doch Platz. Danke. Hat Sina etwas über Frau Seiler erzählt? Nein. Und ich verstehe ehrlich gesagt auch nicht, warum Sie hier sind. Ich kann Ihnen nicht helfen. Tja, also... Uns ist zu Ohren gekommen, Ihr Mann hätte eine Affäre mit ihr gehabt. Das ist doch lächerlich. Können Sie mir sagen, wer sowas behauptet? Wissen Sie, viele Studentinnen schwärmen für meinen Mann. Er sieht gut aus. Aber das ist noch lange kein Grund, ihm eine Affäre zu unterstellen. Ich wollte Ihnen nicht zu nahe treten, aber wir müssen jedem Hinweis nachgehen. Natürlich. Wo waren Sie heute zwischen 2 und 4? Ich? Bin ich jetzt verdächtig? Nein, nein, nein. Aber ich muss es trotzdem fragen. Ich war hier. Allein. Und Zeugen habe ich leider nicht. Hast du was gefunden? Nee. Ach, weiß jetzt auch nicht. Also ich werde das Gefühl nicht los, dass in diesem Fall einige mehr wissen, als sie zugeben. Seit wann hast denn du ein Gefühl? Theo, du kannst deinem Erzeuger danken, dass er dir das passende Gesicht zu deiner Blödheit gegeben hat. Braucht ihr Boxhandschuhe oder können wir weitermachen? Weitermachen? Weitermachen. Okay, dann lass uns doch mal zusammenfassen. Wer hätte ein Motiv? Professor Bandura. Vielleicht wollte er die Beziehung beenden, aber Barbie hat ihn unter Druck gesetzt. Tja, oder Frau Bandura. Sie wusste eventuell doch von der Affäre und wollte die Konkurrentin ausschalten. Oder es gab eine Verbindung zwischen Herrn Pulik und Barbie. Seine Frau kriegt's mit und, ja, dreht durch. Hm. Vielleicht sind ja auch Drogen im Spiel. Die Spusi hat nichts gefunden. Tja, oder Barbie musste sterben, weil sie irgendetwas wusste. Wir müssen mehr über ihr Privatleben herausfinden. Aber nicht mehr heute. Das können wir auch morgen Horst fragen. Wir brauchen Horst nicht. Ich kann genauso gut selbst entscheiden, wie es weitergeht. Wieso du? Verzeihung, Frau von und zu. Ich vergaß, dass Sie zwar weniger Erfahrung, aber den höheren Dienstrang haben. Ich
Ich war heute Morgen schon bei den Mietern, die wir gestern nicht angetroffen haben. Und? Hast du mit den Mädels auch noch mal gesprochen? Sie meinen, Barbie hätte ein ganz normales Leben geführt. Keine Hinweise auf irgendwelche Geheimnisse. Und von Drogen wussten sie auch nichts. Morgen, ihr beiden. Der Bericht der Spurensicherung. Hey, Suse, ist doch okay, dass ich ihn geholt habe, oder? Keiner von den Fingerabdrücken ist erkennungsdienstlich erfasst. Die meisten stammen von den Bewohnern der WG und von Professor Bandura. Aber es sind auch welche dabei von den Eheleuten Pulik. Wie? Von beiden? Mhm, von beiden. Bitte. Fingerabdrücke eines Hausbesitzers in seinen Wohnungen sind doch nicht ungewöhnlich. Ein Eigentümer darf nicht einfach in die vermietete Wohnung rein. Außerdem hat Pulik behauptet, dass er seit Ewigkeiten nicht mehr da war. Da wird ja wohl zwischendurch mal geputzt worden sein. Die Abdrücke sind vorwiegend auf Dingen, die häufig gereinigt werden. Na bitte, dann fragen wir die beiden doch mal, wie sie sich das erklären. Die Idee hätte von mir sein können. Hallo. Hallo. Ist Ihr Mann auch da? Nein. Das trifft sich gut. Ich wollte sowieso zuerst mit Ihnen sprechen. Oder willst du? Nein, bitte. Bitte. Ja. Wie kommen Ihre Fingerabdrücke in Barbie Seilers Zimmer? Meine? Das kann nicht sein. Doch. Sie wurden eindeutig identifiziert. Also gut. Ich war in der Wohnung. Aber nur ganz kurz. Wegen der lauten Musik? Nicht nur. Was wollten Sie in der WG? Nachsehen, ob mein Mann dort ist. Wer hat Ihnen geöffnet? Fräulein Seiler. Sie hat mich ausgelacht. Und dann? Dann habe ich mich an ihr vorbei in die Wohnung gedrängt. Ich wollte selbst nachsehen. Aber er war nicht da. Nein. Nanu, was wollen Sie denn schon so früh? Guten Tag. Guten Tag. Können wir Sie allein sprechen? Ich mach schon mal Kaffee. Herr Pulik, in Barbie Seilers Zimmer sind Ihre Fingerabdrücke festgestellt worden. Die können kein halbes Jahr alt sein. Also, wie kommen die dahin? Fräulein Seiler hatte mich gebeten, mal nach dem Heizkörper zu sehen. Er sprang nicht an. Wann war das? Vor 3 Tagen. Und warum haben Sie uns das nicht sofort gesagt? Sie sind gut. Da passierte ein Mord und ich soll sagen, ich war dort. Nachher kommen Sie noch auf die Idee, dass ich was damit zu tun habe. Ich muss wissen, ob am Heizkörper im Zimmer der Toten Fingerabdrücke von Herrn Pulik sind. Angeblich hat er die repariert. Doch, ich habe den Bericht gelesen, aber da stand nichts von der Heizung. Danke. Für mich ist eher Frau Pulik verdächtig. Sie war unmittelbar vor der Tat in der Wohnung und sie ist krankhaft eifersüchtig. Ich überlege, ob wir nicht beide untersuchen lassen und die Wohnung. Vielleicht gab es bei dem Kampf Abwehrverletzungen, Spuren an der Kleidung. Ich frage Horst, was er dazu meint. Weißt du was, Manni? Ihr tragt zuerst einmal alle Spuren zusammen und die werten wir nachher im Büro aus. Und danach treffen wir eine Entscheidung, wie es weitergeht. Ja, gut. Bis dann. Servus. So, Herr Schicke, das Auto ist fertig. Die Rechnung wird dann zugeschickt. Es ging jetzt aber fix. Und vielen Dank, dass Sie sich selber darum gekümmert haben. Ja, ich weiß doch, dass Sie immer in Eile sind. Ständig im Einsatz, stimmt's? Also noch einmal, vielen Dank. Keine Ursache. Wiederschauen. Wiederschauen. Zug 51, 13, Renner. Es hört zu, Theo, das dauert noch ein bisschen, bis ich ins Büro komme. Der Wagen ist noch nicht fertig. Ich melde mich dann. Servus. Horst? Sowas einfach aufgelegt. Horst hat angerufen, es wird ein bisschen später.
Kommt mir irgendwie bekannt vor. Hat einer von den Polix gestanden? Vergiss es. Ja, vielleicht bringt uns das hier weiter. Ist es schon der Obduktionsbefund? Mm-mm. In einem von Barbys Ordnern habe ich die Rechnung von einem Zeitungsverlag gefunden. Sie hat eine Anzeige aufgegeben. Was für eine Anzeige? Weiß ich noch nicht. Ich wollte gerade zum Verlag fahren. Und wisst ihr, was das hier ist? Lass mich raten. Eine Diskette? Mit Klausurfragen von Natascha. Was macht denn Barbie mit Nataschas Fragen? Die studiert was ganz anderes. Es geht um eine ganz bestimmte Klausur, die sie vor einer Woche geschrieben hat. Aber die Diskette ist 2 Tage vorher abgespeichert worden. Das heißt, dass Natascha die Fragen im Voraus bekannt waren? Na, offiziell hat sie die mit Sicherheit nicht bekommen. Also wenn sie Natascha die Fragen heimlich beschafft hat, dann würde sie doch von der Uni fliegen, wenn das jemand mitkriegt, oder? Und Barbie hat es mitgekriegt. Ich würde gerne etwas über die Klausur vor einer Woche wissen. Das verstehe ich jetzt nicht. Was hat die Klausur mit dem Mord zu tun? Wo bewahren Sie die Prüfungsunterlagen auf? Mein Assistent erarbeitet die Fragen, gibt ihm eine Kopie, die habe ich hier in meinem Computer. Passwort gesichert. Halten Sie es für denkbar, dass sich jemand Zugang verschaffen und das Passwort knacken könnte? Möglich ist alles. Aber Ihnen ist nichts aufgefallen, was darauf hindeutet? Nein. Ihrem Assistenten auch nicht? Der hat es mir gesagt. Wie ist die Klausur verlaufen? Das Ergebnis gerade bekommen. Doch, aber recht zufriedenstellend. Wie hat Natascha Pollinger abgeschnitten? Sie hat die Höchstpunktzahl erreicht. Das ist komisch. Wieso? Ja, bisher musste sie mal einige ihrer Scheine wiederholen. War Natascha in ihrem Büro, bevor die Klausur geschrieben wurde? Ja. Sie hatte eine Vorlesung versäumt und wollte den Stoff durchgehen. Haben Sie sie alleine gelassen? Nein. Das heißt, sie war später noch mal vor meiner Tür. Barbie war bei ihr und die beiden haben sich gestritten. Worüber? Das habe ich Barbie später auch gefragt. Sie sagte, Natascha hätte etwas Unerlaubtes getan, aber es sei deren Sache, es zu klären. Ich habe da nicht weiter nachgefragt. Das geht mich auch nichts an, oder? Wissen Sie, ob Natascha heute an der Uni ist? Nein. Tag, Frau von Hagenberg. Haben Sie einen Moment Zeit für mich? Ja. Ich komme gerade von Professor Bandura. Ich glaube, Sie dürfen sich auf ein gutes Klausurergebnis freuen. Echt? Wundert Sie das? Wo Sie doch die Fragen im Voraus kannten? Wie kommen Sie denn darauf? Sie haben sich Zutritt zu Professor Banduras Büro verschafft und haben die Fragen kopiert. Quatsch. Und dabei sind Sie von Frau Seiler erwischt worden. Darauf falle ich nicht rein. Sie hat es jemandem erzählt und sie hatte eine Kopie ihrer Diskette. Reicht das? Worum ging es in Ihrem Streit? Hat sie gedroht, Sie auffliegen zu lassen? Nein. Sondern? Barbie meinte, ich soll es dem Professor gestehen. Aber ich habe sie gebeten, die Sache zu vergessen. Ich habe ja auch niemandem damit geschadet. Und wie hat sie darauf reagiert? Sie wollte es sich überlegen. Ja, praktisch für sie, dass sie jetzt tot ist. Moment mal, Sie glauben doch nicht etwa, ich hätte sie umgebracht. Ich war es nicht. Wirklich nicht. Das müssen Sie mir glauben. Das Thema Drogen können wir abhaken. Keine von der WG hat einschlägige Verbindungen. Jetzt ratet mal, in welcher Rubrik Barbie ihre Anzeige aufgegeben hatte. Ja, brauchst du einen Tusch oder was? Erotikkontakte. Sie war ein Callgirl unter einem anderen Namen. Das ist sie. Die Nummer stimmt. Corinna Blond. Verwöhnt dich ganz privat? Ob der Professor das wusste? Angeblich nicht. Ich habe ihn gefragt, da warst du schon weg. Hast du ihm geglaubt? Na, wenn er es wusste, hätte er es wahrscheinlich nicht zugegeben. Das wäre ein zusätzliches Motiv. Ah, die letzten Anrufe auf Barbies Handy wurden identifiziert. Jemand dabei, den wir kennen? Professor Bandura. Logisch, dass er mit dem telefoniert. Das ist ja interessant. Was? Einer der Anrufer war Herr Pulig. Ich habe Fräulein Seiler angerufen, ja. Aber das habe ich Ihnen doch schon gesagt, wegen der Heizung. Herr Pulig, wie kommt es dann, dass an dem Heizkörper keine Fingerabdrücke von Ihnen gefunden wurden? Und jetzt erzählen Sie mir bitte nicht, Sie hätten Handschuhe angehabt. Sie haben die Anzeige in der Zeitung gelesen und die angegebene Nummer angerufen. Ach, ich wusste doch gar nicht, wer das ist.
Ich dachte, das sei irgendeine Nutte. Weiter. Ja, ich war ganz schön erstaunt, als sie ihre Adresse nannte. Haben Sie sich zu erkennen gegeben? Nö. Ich dachte, das schaust du dir einfach mal genauer an. Sie sind also zum verabredeten Zeitpunkt draufgegangen und haben bei ihr geklingelt? Ja. Wie hat sie reagiert? Na, wie wohl. Sie war entsetzt, dass jemand aus dem Haus dahinter kommt, wie sie sich ihr Studium finanziert. Was ist dann passiert? Sie hat mich trotzdem hereingelassen. Aber wir haben uns dann geeinigt, dass die Sache unter uns bleibt. Das heißt, ich verrate nicht, was sie so treibt. Und sie erzählt meiner Frau nicht, dass ich solche Verabredungen treffe. Ja, danke. Ach, die Alibis der anderen Anrufer sind alle wasserdicht. Was sind denn das für Männer? Geschäftsleute, nichts Aufregendes. Pulik war tatsächlich Kunde von Barbie. Hat höllische Angst, dass seine heile Weltfassade zusammenbricht. Könnte es nicht sein, dass sie ihn damit erpressen wollte? Ja, aber es ist auch denkbar, dass seine Frau es mitgekriegt hat und ausgerastet ist. Wisst ihr, was echt blöd ist? Wir haben mehrere Tatverdächtige und ziemlich gute Motive, aber keinen einzigen Beweis. Dr. Fröhlich war vorhin da mit dem Obduktionsbericht. Und? Den halben Kühlschrank hat er leer gegessen. Mann, wenn der mal keinen Hunger hat, dann gehe ich eine Kerze stiften. Was steht in dem Bericht? Dass Barbie vor ihrem Tod keinen sexuellen Kontakt hatte und weder schwanger noch drogensüchtig war. An ihren Händen fanden sich keine Spuren, die für eine DNA-Analyse geeignet sind. Dann bringt's uns nichts, wenn wir die Tatverdächtigen auf Abwehrspuren untersuchen lassen. An ihrem Hals waren winzige Fasern von Seide. Könnten vom Tatwerkzeug stammen. Dann müssen wir erst mal checken, ob die nicht von ihren eigenen Sachen sind. Kümmerst du dich darum? Ja, okay. In dem Bericht steht noch etwas. Barbie Seiler war HIV-positiv. Haben Sie das gewusst? Es tut mir leid. Ich habe sie angesteckt. Mein Mann hat sich den Virus bei einem seiner früheren Abenteuer geholt. Sie müssen nicht sagen, was ihn belasten könnte. Gegenüber Angehörigen haben Sie ein Aussageverweigerungsrecht. Ich weiß. Aber Sie wären ja doch dahinter gekommen. Sie gehen erstaunlich locker damit um. Das ist doch eigentlich ein Hammer. Er weiß, dass er andere anstecken kann und benutzt trotzdem keinen Schutz. Eigentlich schon. Ich kann nicht verstehen, wieso Frau Seiler es auch bekommen hat. Ich hoffe, Sie sind nicht der Meinung, dass ich diese Frau auch noch hätte warnen müssen. Ich finde, es ist ihre gerechte Strafe, wenn sie sich mit einem verheirateten Mann einlässt. Moment mal. Sie wussten doch von dem Verhältnis der beiden? Können Sie nicht verstehen, warum ich geschwiegen habe? Ich liebe meinen Mann und ich hätte ihn damit doch nur belastet, oder? Seit wann wissen Sie es? Seit ein paar Tagen. Ich habe die beiden zufällig in der Stadt gesehen. Weiß Ihr Mann, dass Sie... Nein. Sie haben nicht darauf angesprochen? Ich wollte das erstmal verdauen. Haben Sie an Scheidung gedacht? Sina hat mir abgeraten. Das ist aber komisch. Die hat gestern gesagt, sie hätte von der Affäre nichts mitgekriegt. Sie stand unter Schock. Weiß Sina auch, dass ihr Vater den Virus hat? Nein. Dann glaubt also Sina, dass sie sich wegen Barbie scheiden lassen wollten. Oh nein. Ich weiß, was Sie jetzt denken, aber Sina ist unschuldig. Das müssen Sie mir glauben, bitte. Hundertprozentig. Gut. Danke. Wiederhören. Die Fasern an Barbies Hals stammen definitiv nicht von ihren eigenen Sachen. Also müssen wir nur noch denjenigen finden, dem das Seidenteil gehört. Wenn es nicht längst weggeworfen wurde. Eben. Außerdem können wir nicht einfach jede Wohnung durchsuchen lassen. Du weißt genau, dass wir ohne konkreten Tatverdacht den Beschluss nicht bekommen. Haben eure Durchlaucht eine bessere Idee? Wie wäre es, wenn wir jeden Einzelnen nochmal unter Druck setzen würden? Danke. Doch. Ja, der hat was, der Vorschlag. Vielleicht befinden wir uns ja auf dem Holzweg und müssen in eine ganz andere Richtung ermitteln. Kein Problem. Wenn du sagst, in welche?
Naja, Barbie hat ja weitergearbeitet, obwohl sie infiziert war. Vielleicht hat sie einen Kunden angesteckt und der hat sich dafür gerecht. Mal im Ernst hier, keine blöde Idee. Wir kennen die letzten Kunden, also können wir sie checken. Wir haben auch noch nicht den Gedanken weiterverfolgt, ob Barbie jemanden erpresst hat. Lasst uns doch da nochmal nachhaken. Also wenn sie jemanden erpresst hat, dann wäre ja Geld geflossen. Ich habe aber ihr Kontoauszüge durchgesehen, da war nichts. Ja, das muss bei ihr nicht unbedingt über ein offizielles Konto gelaufen sein. Aber vielleicht gab es ja bei möglichen Erpressungsopfern einen größeren Betrag, der abgehoben wurde. Okay. Checken wir also die Konten von allen Verdächtigen. Es dürfte kein Problem sein, einen richterlichen Beschluss zu bekommen. Ich frage mich nur, was wir machen, wenn wir da nicht weiterkommen. Wisst ihr, was ich mich frage? Wo ist denn eigentlich Horst? Wie lange dauert's denn noch? Nicht mehr lang. Wirklich nicht. Das haben Sie vor 2 Stunden auch schon gesagt. Mei, es soll ja auch richtig gemacht sein, oder? Ja, ja, natürlich, aber ich müsste halt dringend ins Büro. Jetzt lohnt es sich nimmer wegzugehen. Ehrlich, ich hab's bald. Ja, Susanne, ich bin's, der Horst. Gibt's was Neues? Also einen dringenden Termin habe ich noch und dann komme ich aber. Ja, ja, mach's gut. Eine Bitte hätte ich noch. Sollte einer meiner Kollegen hier auftauchen, dann sagen Sie bitte nichts von dem Unfall. Sie wissen ja, ich habe vor einigen Jahren schon einen gehabt und ich möchte mir nicht wieder die ganzen spitzigen Bemerkungen anhören müssen. Ist schon recht. Wird keiner gern als Depp hingestellt, weil er nicht Auto fahren kann. Gell? Kulik hat gestern von seinem Konto 15.000 Euro in bar abgehoben. Also doch. Und von Banduras Konto ging vor 2 Tagen 20.000 runter. Telefon geht das nicht. Und selbst wenn das wäre... Lee, das der Herr von der Polizei möchte dich noch etwas fragen. Was denn noch? Ich habe doch schon alles gesagt. Eben nicht. Und genau deshalb bin ich hier. Sie haben von Ihrem Konto 15.000 Euro abgehoben. Wofür waren die? 15.000? Aber Willi... Haben Sie das Geld Fräulein Seiler gegeben? Fräulein Seiler? Aber warum sollte mein Mann ihr so viel Geld geben? Vielleicht, weil sie ihn erpresst hat? Erpresst? Aber um Gottes Willen, womit? Ich möchte jetzt hier nicht darüber reden. Sie können natürlich die Aussage verweigern, dann nehme ich Sie mit aufs Präsidium und Sie können Ihren Anwalt einschalten. Anwalt? Ich habe doch nicht... Sie verdächtigen mich. Nicht, wenn Sie mir über die Verwendung des Geldes eine logische Erklärung geben können. Also gut. Es tut mir leid, Helga, dass du es auf diese Art und Weise erfahren musst. Meine Frau und ich, wir haben morgen Hochzeitstag. Da möchte ich ihr eine neue Küche schenken. Willi! Was? Dafür brauchen Sie Bargeld? Ja. Der Küchenfachmarkt hat mir einen großen Rabatt versprochen, wenn ich bar bezahle und auf die Rechnung verzichte. Haben Sie einen Nachweis? Ich meine, können Sie das beweisen? Ja, natürlich, die Auftragsbestätigung. Hier. Hier ist unsere Vereinbarung handschriftlich vermerkt. Danke. Ich finde alleine raus. Und herzlichen Glückwunsch zum Hochzeitstag. Willi. Ja, Barbie hat mich erpresst. Weil Sie sie infiziert haben. Wieso? Ich meine, Sie sind doch ein intelligenter Mensch. Sie kennen die Konsequenzen einer Ansteckung und trotzdem... Ja, trotzdem. Glauben Sie, dass ich mir nicht selber schon die größten Vorwürfe gemacht habe? Was soll ich denn tun? Den Hersteller verklagen, weil das Kondom geplatzt ist? Sie haben also Barbie das Geld gegeben. Und dann? Dann habe ich mich von ihr getrennt. Wie hat sie darauf reagiert? Sie wird mich ja wohl kaum zwingen können, weiter mit ihr zusammen zu sein, oder? Barbie wollte die Beziehung also nicht beenden? Nein. Könnte es nicht sein, dass sie daraufhin weitere Forderungen gestellt hat? Weil Sie aber nicht bereit waren, ihr mehr zu geben, haben Sie sie umgebracht. Hören Sie,
weiß, dass die Umstände gegen mich sprechen, aber ich war es nicht. An dem Morgen, als Barbie ermordet wurde, habe ich ihr das Geld gebracht und ich habe sie seitdem nicht wiedergesehen. Ehrenwort. Dann hätte es aber noch in Barbies Zimmer sein müssen. Bei der Wohnungsdurchsuchung ist es aber nicht gefunden worden. Und auf der Bank hat sie es auch nicht eingezahlt. Dann hat sie es wahrscheinlich jemandem gegeben oder irgendjemand hat es weggenommen. Oder Sie, nachdem Sie sie umgebracht hatten, haben sie es einfach wieder eingesteckt. Hören Sie, wie oft soll ich Ihnen noch sagen, ich habe nichts mit diesem Mord zu tun? Weiß Ihre Frau eigentlich von der Sache mit dem Geld? Hi, Susanne. Hat Bandura gestanden? Seine Frau sagt, sie weiß weder von dem Geld noch von der Erpressung. Wahrscheinlich will sie ihr Mann nur decken. Ja, ich habe ihr die Hausdurchsuchung angekündigt. Moment mal. Ich melde mich wieder. Bringen Sie den Müll weg? Was geht Sie meinen Müll an? Darf ich mal? Warum? Okay. Werfen Sie die Tüte weg und ich kontrolliere die Tonne später. Auch kein Problem. Was passiert jetzt mit meinem Mann? Er wird dem Haftrichter vorgeführt. Ihr Mann behauptet nach wie vor, dass er das Geld nicht wieder mitgenommen hat. Und er schwört, dass er Ihnen nichts von der Erpressung gesagt hat. Und da frage ich mich, wieso Sie davon wussten. Ich habe zufällig ein Telefonat mit angehört, wo Frau Seiler das Geld erpresst hat. Mein Mann hat nichts davon mitbekommen. Sie haben ihn nicht darauf angesprochen? Nein. Irgendwie leuchtet mir das nicht ein. Sie wissen von der Affäre? Und von der Erpressung? Und Sie lassen zu, dass Ihr Mann Frau Seiler das Geld bringt? Ich an Ihrer Stelle hätte das verhindert. Also, er ist mit dem Geld zurückgekommen. Hat er es einfach so liegen lassen? Oder hat er es versteckt? Oder was? Ja, er hat es versteckt. Und woher wussten Sie, wo es war? Ich habe ihn beobachtet. Und er hat es wieder nicht bemerkt und Sie haben ihn auch wieder nicht darauf angesprochen? Das stinkt. Das stinkt gewaltig. Sie haben nichts gegen die Erpressung unternommen. Dann haben Sie vom Mord erfahren und mussten davon ausgehen, dass es Ihr Mann war. Und dann sagen Sie wieder, kein Mucks! Könnte ich bitte ein Glas Wasser haben? Ich will Ihnen was sagen. Sie lügen. Sie haben Frau Seiler umgebracht. Nein! Bitte. Danke. Ja. Danke, Kollegen. In Ihrem Schrank wurde ein Schal sichergestellt. Dessen Fasern stimmen mit denen am Hals des Mordopfers überein. Der Schal. Das war ein Hochzeitsgeschenk meines Mannes. Ich konnte ihn nicht wegwerfen. Wissen Sie, der Gedanke, dass dieses Flittchen meinen Mann in der Hand hatte, der war unerträglich für mich. Am Ende hätte sie immer mehr gewollt. Sie hätte seine Familie zerstört, seinen Status. Das konnte ich doch nicht zulassen. Ich habe Frau Seiler getötet, um meine Mann zu schützen. Das müssen Sie doch verstehen, und kommen Sie. Ja.
Abend allerseits. Horst, wo kommst denn du jetzt her? So, du wirst uns doch nicht erzählen, dass du den ganzen Tag in der Werkstatt warst. Ah, das ist eine lange Geschichte. Ja, wir haben Zeit. Ja, das war so, als ich aus der Werkstatt gefahren bin, da habe ich was gefunden. Einen kleinen Hund, der war ausgesetzt worden. Ein Hund? Was für ein Hund? Naja, so einen kleinen... Ach, das ist ja unwichtig. Jedenfalls habe ich mich um ihn gekümmert. Und warum hast du ihn nicht mitgebracht? Warum? Ja, ich wollte euch nicht auch noch damit belasten. Den Besitzer habe ich nicht gefunden und dann bin ich ins Tierheim gefahren. Und dort... jetzt lasst mich doch nicht die ganze Zeit von mir erzählen. Das ist doch viel wichtiger, dass ihr den Fall so bravourös gelöst habt. Vielleicht sollte ich öfter mal einen Tag fehlen. Soko 5113 Renner? Ja. Ist gut. Richtig aus. Der Hund war dran. Er hat sich jetzt doch einen Leihwagen genommen. Die Schadensregulierung dauert etwas länger. Ja, ist jetzt blöd gelaufen. Ja, es wird ja keiner gern als Depp hingestellt, wenn er nicht Auto fahren kann. Fräulein Pollinger. Na, waren Sie schon wieder fleißig? Klar, Frau Müller. Immer. Was ich nur sagen... Schönen Tag noch. Damit kann der Fallander auch zu den Akten. Habt ihr noch was für mich? Nee, Horst, entspann dich. Die Anna hat sich den Knöchel verstaucht und ich müsste sie zum Arzt fahren. Ja, fahr nur. Ja, wir kommen auch mal ganz gut ein paar Stunden ohne dich aus. So? Ja, dann könnte ich ja morgen früh auch gleich noch das Auto von der Anna zur Inspektion bringen. Das muss ich mir merken. Früher Schluss machen und dafür später kommen. Also, was ist gut. Servus. Tschüss. Tschüss. Soko 5113 Renner. Ja. Ist gut, wir kommen.
Ich war noch beim Geburtstagscafé von der Kollegin Kugelmüller, als ich hierher gerufen wurde. Da gab es einen wunderbaren Frankfurter Kranz mit frischer Sahne und Mandeln. Sehen Sie es positiv. So brauchen Sie sich nicht wieder zu beschweren, dass die Hose am Bauch kneift. Hm? Mei, manche Sünden sind schon ein Kneifen wert. Finden Sie nicht? Wie lange ist sie schon tot? Circa eine Stunde. Todesursache? Sie wurde von hinten erdrosselt, wahrscheinlich mit einem Schal oder mit einer Krawatte. Sie hat sich gewehrt und den Täter möglicherweise verletzt. Gibt es Spuren unter ihren Fingernägeln? Auf den ersten Blick nicht. Nach einem Sexualverbrechen sieht es nicht aus, oder? Nein, eher nicht. Aber warten Sie doch den Obduktionsbericht ab. Hä? Wann bekomme ich den? Ja, also ich habe der Frau Kugelmüller noch versprochen, vorbeizuschauen. Sie wollte mir da ein Stückchen vom Kuchen aufheben. Sagen wir morgen nach der Brotzeit. Gut. Versprochen. Gut, notierst du das? Es gibt eine Menge Fingerabdrücke. So wie das da drinnen aussieht, hat jemand was ganz Bestimmtes gesucht. Glaubst du an einen Raubmord? Ihre ganzen Wertsachen sind noch da. Das Türschloss wurde nicht geknackt. Nein, ich denke, sie hat den Täter gekannt und ihn selber reingelassen. Vielleicht hat er einen Schlüssel. Die zwei Mitbewohnerinnen haben gesagt, dass es insgesamt drei Schlüssel gibt und keiner von ihnen hat einen nachgemacht. Wie? Alle drei keine Kerle? Tja, Theo, es soll Frauen geben, die ohne Männer klarkommen.